Im letzten Spiel vor der Winterpause hatte der FFC Gera den USV Jena 3 zu Gast. Vor dem Spiel bekamen wir Martina Klepsch, die Trainerin, und Jörg Zemke vom Vorstand vor die Kamera. Hallo Martina, heute zum letzten Punktspiel. Was erwartest du? Einen Sieg, logischerweise. Herbstmeisterschaft? Wäre schön, hängt natürlich aber auch von Salfett ab. Bitte spielen wieder. Und was denken Sie, wie hoch heute? Die Höhe ist mir egal. Wichtig ist, dass wir gewinnen. Das ist wichtig. Ich drücke alle Daumen. Vielen Dank. Heute letztes Punktspiel. Ja. Wird es was mit dem Herbstmeister? Also ich hoffe sehr. Also verdient haben es die Mädchen und die Frauen auf alle Fälle. Ja, wir haben uns die ganze Saison auch nach der Neugründung super präsentiert überall. Wir haben die letzten Spiele souverän bestritten. Und jetzt wäre die Krönung, die Herbstmeisterschaft, denke ich mal, wäre ein lohnender. Ja, einfach eine schöne Belohnung. Pokalspiel vorige Woche. Leider konnten wir nicht da sein, weil wir bei der Wismut waren. Ist egal. Was sagen Sie zum Pokalspiel von den Damen? Ja, Pokalspiel war relativ sicher durch, war auch richtig so. Ich erwarte insgesamt von dem Pokal noch ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir nochmal ein attraktives Los, wenn wir weiterkommen. Aber ansonsten 5:0 und dann mal ein bisschen was probiert, ist völlig okay. Und in der nächsten Saison doppelt so viel Zuschauer. Ja, da müssen wir an vielen Stellen noch arbeiten. Ne? Wir sind erstmal dankbar, dass die Presse uns so unterstützt und die Öffentlichkeitsarbeit, zählen Sie auch dazu. Aber wie gesagt, wir haben zum Beispiel noch keine öffentliche Werbung gemacht mit Plakaten und so weiter. Wir haben die Spiele noch nicht angekündigt. Wir wollen ja hier in Liebschwitz auch ein bisschen mit Abstimmung auch vom SV Liebschwitz hier ein Familienevent Sonntagsspiel machen, sodass auch jeder mal aufs Rad steigen kann, mit seiner Familie nach Liebschwitz kommen kann. Und dann sehe ich, dass sich automatisch die Zuschauerzahlen sicherlich entwickeln. Und ich bin auch froh, dass sich in dieser Saison schon die Zuschauerzahlen nach oben entwickelt haben. Es ist ja schon, dass wir von Spiel zu Spiel mehr Zuschauer gekriegt haben und das macht uns unheimlich stolz. Also Frauenfußball, ein Familienevent? Ja, das wollen wir eigentlich, das wäre jetzt so die Marketingausrichtung, die wir hier haben, dass wir mit der ganzen Familie herkommen, schönen Kaffee trinken und Frauenfußball eben auch mal reinschnuppern und sieht, Frauenfußball, das ist auch anguckenswert. Und zielsicher sind sie. Und zielsicher auf alle Fälle. Dankeschön. Wir wünschen allen ein schönes und faires Spiel. Die Gäste aus Jena spielten in Blau, unsere FFC-Mädels in grün-schwarzen Trikots. Zweiter gegen Fünfter. Und die Damen aus Gera bemühten sich, von Anfang an Jena unter Druck zu setzen. Wiedenbach-Lisa, die Torfrau aus Jena, war nicht die sicherste. Vielleicht sollten die Frauen des FFC auf den zweiten Ball gehen. Kompromissloser ist da schon unser Caroline Heimer. Hier hat wohl die Abwehr geschlafen. Solche Geschenke sollte man wohl vermeiden gegen den Fünften der Liga. Das war Hand. Alle haben es gesehen, doch der Pfiff blieb aus. Sicher ist was anderes. Hier lag wohl der Ausgleich in der Luft. Und wieder die Jenaer Schlussfrau im Mittelpunkt des Geschehens. Welche Worte Martina Klepsch wohl sagen würde? Ein Sieg ist allemal noch drin. Nach der Halbzeitpause ging es in die zweite Runde. Der Ausgleich, längst verdient durch Marie Preller. Ja! 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 Ja!
Jena war wohl heute auf Du und Du mit dem Aluminium. Wechsel beim FFC. Nun sollte es die schnelle Alexandra Klimak richten. In der 67. Spielminute wechselt der OSV Jena heraus mit der Nummer 18 Julia Riemann und neu im Spiel mit der Nummer 2 Niki Schmidt. Das längst verdiente zweite Tor. Überlegter Heber von Janine Bludau. In der 69. Spielminute schießt Janine Bludau das 2:1. Das dritte Tor für Gera lag in der Luft. Und wieder Glück für Jena. Völlig überraschend der Ausgleich. Alle hatten einen Freistoß für unser Frauen erwartet. Auch Kameramann Thomas wartete vergeblich auf den Pfiff. Der Schiedsrichterin Anne-Kathrin Schinkel. Er wartete vergeblich. Danach war wohl die Luft raus. Einen Sieg hätten die Damen verdient. Ist die Herbstmeisterschaft jetzt weg? Ein Unentschieden ist für Jena wohl ein Sieg. Der 12. Spieler auf dem Platz war heute der Pfosten. Dank Weimar, die gegen Saalfeld siegten, sind wir trotz Unentschieden Herbstmeister. Wie schön. Als Martina Klepsch das Spiel mit der Mannschaft auswertete, wusste sie dies noch nicht. Dass Jena eine andere Gangart ist als alle anderen Mannschaften, logischerweise. Ja. Weil so ein einfacher Durchmarsch, wie es bisher war, ist es definitiv nicht. Ja. Wir haben jetzt sicherlich einen Schritt liegen lassen, Hausaufgaben nicht gemacht, heißt 2 Punkte eingebüßt. Aber nichtsdestotrotz, 10 Euro ins Phrasenschwein, die Saison wird am Ende abgerechnet. Und genauso wird es dann sein. Und dann müssen wir halt in der Rückrunde, gerade in Jena und dann natürlich gegen Saalfeld, unsere Hausaufgaben machen, dass wir dann zumindest oben mit dran sind. Wird auch nicht gesagt, steckt den Kopf nicht in den Sand. Das sind 2:2, sicherlich hätten wir gewinnen müssen. Es ist einfach so, da lernen wir draus. Das ist so, aber alles andere. Ja, die feiern schon in der aber alles andere, ja gut, wenn die sich über Unentschieden freuen, dann ist das halt so. Nichtsdestotrotz, wir trinken noch ein schönes Bebop, wir laufen noch 4 Bahnen aus, Leute. Damit haben wir zumindest ein halbwegs positives Ergebnis halt erzielt. Ja? Alles klar.